Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge mit Evil Dynasty. Ja, wir haben heute wieder bestes Wetter. Haha. Aber das soll uns jetzt nicht stören. Wir wollen heute erstmal wieder ein paar Häuschen verputzen. Und dann hatte ich eigentlich vor, dass wir uns mal ein Plätzchen suchen, wo wir den Pferdestall aufbauen. Das wollte ich heute gerne mit euch machen. Wir wollen noch ein bisschen bauen. Da schauen wir mal, wo wir das dann machen. Aber erstmal müssen wir hier das Haus noch fertig machen. Ne? Winterfest machen müssen wir das jetzt im Herbst noch. So, da ist dieses Häuschen fertig. Was haben wir denn noch? Das hier ist aber kein Wohnhaus, ne? Ne, das ist die Werkstatt. Okay, da hätten wir ja jetzt nur noch dieses Haus hier unten. Ja, dann machen wir das auch gleich noch mit hier. Hier ist ja auch eine Mama. Ach, du liebe Zeit. Nein, wir müssen mal gucken. Vielleicht ist auch schon bald mal wieder jemand einsatzfähig. Müsste man mal gucken. Aber wenn die Kinder noch tragen, dann eher nicht, denke ich. Oh, Kalksteine wieder alle. Okay. Gucken wir mal schnell, ob wieder jemand einsatzfähig ist, aber ich denke wohl eher nicht. Aruna ist ein Jahr. Nee, dann müssten die 2 Jahre sein, ne? Und das ist hier noch nicht der Fall. Nee. Nee. Das ist es nicht. Okay, naja, gut. So, dann gucken wir mal, wo wir uns jetzt den Pferdestall noch aufbauen könnten, die Pferdekoppel. Hat noch nie wirklich einen Plan, wo ich den hinbauen soll. Aber vielleicht fällt uns ja noch was ein, wo wir das machen könnten. So. Ich weiß nicht, ob man das auch hier oben hin machen kann. Oh, hier liegen auf jeden Fall mal eine ganze Menge Steine. Was will ich mit dem Pilz? Den brauche ich nicht. Nee, den Pilz will ich nicht. Die Steine, die nehme ich mit. Ja, wo bauen wir jetzt den Pferdestall? Denn vom Geld her könnte man sich auf jeden Fall schon mal Fohlen zumindest kaufen. Aber ich habe noch keinen Plan, wo ich den Pferdestall hinbauen soll. Das ist ein bisschen schlecht. Was haben wir hier unten? Ja, vielleicht könnte man den, naja, aber eine Koppel braucht ja auch ein bisschen Platz, ne? Das will ich jetzt hier nicht einfach so dazwischen quetschen, das ist auch ein bisschen albern. Ja.
Wäre bestimmt nicht so prickelnd, wenn wir das hier dazwischen quetschen. Vor allen Dingen will ich ja auch noch, hatte ich euch ja auch schon mal gesagt, die Mühle dann noch hier haben. Ne? So, da gucken wir mal hier hinter. Vielleicht hier noch ein Plätzchen finden. So ein bisschen hier dahinter, ne? Hier könnte man das doch noch hinbauen. Würde ich doch sagen, ne? Ihr seid wohl immer noch so Kälbchen oder was? Ja. Wachst ihr eigentlich mal? Ist ja ein bisschen seltsam hier, ne? Jo, gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir machen das jetzt hier hinten einfach so ein bisschen her. Hier ist ja schön viel Platz. Wir setzen den Pferdestall hier daneben. Oder so hier unter den Baum könnte man das vielleicht auch machen. Ich würde mal sagen, wir bauen das einfach mal. So, hier passt er hin. Gehen ein Stück rüber, so ein bisschen mittig. So, setzen wir den hierher. Wir brauchen Stroh. Okay, alles klar. Da müssen wir uns noch Stroh besorgen. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, dass wir Stroh brauchen. Okay, also wir können aber erst mal so weit fertig bauen. Das Stroh, das holen wir uns. Ich hätte jetzt gedacht, dass das ein Bretterdach ist. Nee, das war ja doch ein Strohdach. Okay, naja, dann ist das so. Und wieder dann der nächste Hammer kaputt. Hier schon alles drauf. Ja, haben wir. Okay. Wie sieht es hier aus? Also Stroh fehlt jetzt, ne? Okay. Ja, das Stroh fehlt. Ansonsten hätten wir es, ne? Na gut. Ich gucke mal, im Lager müsste ich ja was haben. Das hatte ich ja letztens reingetan in der letzten Folge. Ne? Da hatte ich ja Stroh reingepackt. Dann gucken wir gleich mal, wie viel da ist. Ja, das, ah, da kann ich mir auf jeden Fall hier gleich mal so ein bisschen was einstecken. So viel braucht keiner, aber. Wenn ich wieder mal dekorieren will, ne? Da wäre das gar nicht so falsch, noch ein bisschen Stroh einzustecken. So. Hier komme ich nicht ran. Dann machen wir es eben hier. Mal fertig, genau hier noch. Okay.
So, da hätten wir den Stall fertig. Das ist doch mal toll. Ja, wir können die natürlich jetzt gerade nie raus, die Pferdchen, ne? Da müsste ja der Baum verschwinden. Das wollte ich eigentlich nicht. Unglücklich gebaut wieder mal. Naja, wir bräuchten jetzt einen Zaun, dass die Tiere geschützt sind. Ne? Wie bauen wir denn den Zaun? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage, wie machen wir das? Wir ziehen hier erstmal einen Zaun pauschal lang. Gucken, wie weit wir den machen. Vielleicht so bis hier hin, bis zu dem Stein. Das soll gerade werden. Mal gucken, wie weit vorgehe ich. Ja, ich denke, so können wir das machen, ne? Mal gucken. Ja. Okay, und jetzt gucke ich da hinten. Ziehen wir das hier hinten noch lang. Naja, das könnte ruhig noch ein Stück. Moment mal, wir können ja hier hinten noch ein kleines Stück länger ziehen. Wir könnten den noch ein kleines Stückchen länger machen hier. So bis hier. Dass nicht gar so eng ist, ne? Pferde brauchen ja auch viel Platz. So, und dann ziehen wir das einfach hier vor. Gut, ja, und dann brauchen wir bloß noch einen Eingang, ein Tor. Und das könnte man ja eigentlich hier so hinsetzen. Weiß gar nicht, ob ich schon das Stockzaun Gatter habe. Nee, habe ich nicht. Dann tun wir das freischalten und dann nehmen wir das auch gleich so. Dann setzen wir das hier rein. Okay. Und da werden wir, soweit wir kommen, jetzt mit den Stöcken den Zaun erstmal bauen. Und vielleicht holen wir uns in der nächsten Folge dann die Fohlen. Ne? Die Pferde selber werde ich jetzt noch keine holen. Die sind mir zu teuer. Aber wir können ja auch mal gucken, ne?
Wir können ja auch erstmal gucken. Aber wir bräuchten ja auch jemanden, der die Pferde dann versorgt und betreut. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Da wir ja jetzt viele Schwangere haben hier oder Mütter, da kann ich ja niemanden einsetzen. Da müsste ich gucken, ob ich überhaupt noch jemanden holen kann. Oder ob wir dann wieder an unserer Reputation arbeiten müssen. Das kann uns nämlich jetzt passieren, dass wir nicht mehr so einfach Leute rankriegen, ne, für unser Dorf. Aber wie gesagt, wir gucken mal. Da müsste man ja nahezu alle Tiere dann haben, ne? In unserem Dorf. Wenn wir dann die Pferdchen auch noch holen. Also gut, die Esel hätten wir dann nie, aber ja. Ich weiß nicht, ob wir uns noch Esel holen, aber ich denke wohl, dass ich das nicht machen werde. Man muss ja bedenken, dass die Tiere alle versorgt sein wollen, mit Futter und natürlich mit jemandem, der es auch tut, ne? Der sich um die Tiere kümmert. Aber ich denke, ein Pferd oder Pferde gehören auf jeden Fall in ein Dorf. Auf Esel kann ich da eigentlich verzichten. Es sei denn, ihr möchtet welche haben, dann ist das was anderes. Dann müsst ihr mich das bitte wissen lassen, wenn ich Esel holen soll. Dann mache ich das natürlich für euch, ne? Das ist dann kein Problem. So, da wir hier die Stöcke brauchen zum Zaun bauen. Ja, ich hier mal ein paar Stöcke einsammeln, die hier gerade so rumliegen. So. Da liegt auch noch was rum. Dann nehmen wir das auch noch mit. So. Weiter geht's. Ich denke, das könnten wir sogar schaffen, ne? Dass der Zaun jetzt auch noch fertig wird. Ja. Toll, naja, dann haben wir die Koppel fertig. So dachte ich mir das. Genau. So, und jetzt schließen wir das hier noch an den Weg mit an. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo hatte ich denn den Weg? Hier, ne? Genau. Dann machen wir den Weg hier gleich weiter. So, erstmal hier.
geht es natürlich jetzt nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, ist hier auch ein Weg? Nee, hier ist kein Weg. Der ist nur hier, na gut. Na, Frieda? Eigentlich nichts, nur der Wind, der weht. Okay, unterhalten. Wie war dein Tag bisher? Die wichtigste Zeit im Jahr ist jetzt. Herbst ist das Ergebnis all unserer harten Arbeit in Vorbereitung auf den kommenden Winter. Sind wir erfolgreich, dann werden wir überleben und können zusammen feiern. Ja, was beschäftigt dich im Moment? Bisher hatte ich ziemliches Glück. Das Tal ist fruchtbar und die Wälder sind voller Wild. Mit etwas harter Arbeit kann es einem hier gut gehen. Jo, okay, dann mach's mal gut. Jo. Ja, so, also fehlen nur noch die Pferdchen, ne? Haben wir eigentlich was einstecken, dass wir noch ein paar Lämpchen aufstellen können? Ja, es müsste eigentlich gehen, ne? Dann würde ich doch sagen... Ach, Quatsch, quasi. So, dann stellen wir mal hier eine Lampe auf. Dann stellen wir hier eine auf. So, und hier, wir machen hier auch gleich mal noch eine hin, dass das nicht so dunkel hier ist, ne? So, und hier vorne vielleicht noch eine. So, okay. Noch so kann man das doch machen. Und hier stelle ich, können, wenn wir es noch können, stellen wir hier auch noch was hin. So. Hier. Und hier noch. So. Ja, und hier müssen wir noch verputzen. Ich glaube, hier waren wir noch nicht fertig, stimmt's? Ja, da oben fehlt noch. Hier waren wir durch, soweit ich das sehe. Ja. Gut, dann nur noch hier oben das Haus und dann hier hinten, ne? Jo, also noch die zwei Häuser. Alles klar. Gut, ihr Lieben. Da haben wir heute ja ein bisschen verputzt wieder, ein paar Häuschen oder eins. Und wir haben die Koppel gebaut, den Pferdestall. Da waren wir doch auch wieder fleißig, denke ich mal, ne? Oder wie seht ihr das? Ich denke schon, ne? Da kann Rasi jetzt wieder in seinen wohlverdienten Feierabend gehen. Ja, wir müssen wieder ein bisschen was einsammeln an Material noch ganz schnell hier, wenn ich einmal hier bin. So. Da gucken wir dann, ob wir noch ein Häusel bauen in der nächsten Folge für die Pferdezüchter. Oder ob wir das nicht müssten, dass wir vielleicht schon Leute haben, die dafür geeignet sind. Da muss ich mal gucken. Denn wie gesagt, es ist durchaus möglich, dass wir jetzt nicht mehr so schnell Leute ranholen können. So, aber jetzt geht's nach Hause. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nichts zu trinken. Also muss ich jetzt erstmal schnell meinen Trinkschlauch auffüllen, muss was essen und was trinken, nicht, dass wir hier noch Leben verlieren, das muss ja auch nicht sein. Ja, wir waschen uns erstmal schnell. Dann füllen wir den Trinkschlauch. Gucken wir gleich, wir müssen jetzt erstmal was essen und was trinken hier. So, wir haben das Fischfilet noch und wir haben noch einmal Fleisch mit Soße, zweimal Fleisch mit Soße, okay. Und jetzt ist mein Trinkschlauch. Okay, dann müssen wir den gleich nochmal auffüllen.
Tja, und da würde ich sagen, meine Lieben, wir gehen jetzt nach Hause, denn heute in dem Regenwetter setze ich mich nicht dahin. Ich mag nicht nass werden. Gehe ich zu meiner Frau und meinem Kind. Tja, und da würde ich sagen, ist es das für heute wieder gewesen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse und wünsche euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann müssen wir uns mal überlegen, was wir dann als nächstes machen. Aber ich denke, da finden wir was. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ja, und bis bald. Wir sehen uns. Tschüss.